Nationalspieler Leroy Sané hat offenbar nicht so richtig Lust, zu den Bayern zu wechseln, das berichtet die Bild. Demnach verdient der Stürmer bei Manchester City aktuell 9,3 Millionen Euro im Jahr. Dieser Betrag soll sich mit seinem nächsten Vertrag am besten verdoppeln. Problem: Sané spielte eine eher durchwachsene Saison in England und sieht sich deshalb angeblich in einer schlechten Verhandlungsposition. Die Gehaltsaufstockung wäre momentan wohl einfach nicht drin und damit ein Wechsel eher riskant. Deshalb plant der 23-Jährige in der nächsten Saison seinen Stammplatz bei den Citizens zurückzuerobern. Dann könnte er 2020 richtig abkassieren, denn Ende des kommenden Jahres läuft sein Ausrüstervertrag mit Nike aus. Den hat er noch zu Schalker Zeiten abgeschlossen, deshalb sind die Bezüge mit 200.000 Euro pro Jahr plus Boni eher bescheiden. Für einen neuen millionenschweren Deal wäre er aber wohl auch hier nur als Stammspieler bei City interessant. Es deutet also derzeit wenig darauf hin, dass die Bayern Sané bekommen könnten. Also käme Plan B ins Spiel, das wäre Yannick Ferreira Carrasco. Der belgische Nationalspieler steht momentan noch bei Dalian Yifang in China unter Vertrag, wo er zwar Top-Torjäger, aber gerade suspendiert ist. Der 25-Jährige hatte zuletzt ein Spiel seines Clubs verpasst und anschließend lustlos trainiert. Sein Berater deutete an, dass Carrasco zurück nach Europa will und es bereits ein erstes Angebot gegeben haben soll, wie mehrere Medien spekulieren, eben von den Bayern. Der frühere Atletico-Profi ist mit 25 zwar noch jung, aber es ist fraglich, ob der Flügelstürmer nach gut 1,5 Jahren in China schnell wieder sein Top-Niveau von damals erreichen wird. Immerhin, Bayerns Titelkonkurrent Borussia Dortmund machte mit Axel Witzel gute Erfahrungen und der kam ja auch aus China. Dennoch wäre Carrasco nur die zweite Wahl, falls der Sané-Transfer scheitert. Danach sieht es zumindest im Augenblick allerdings tatsächlich aus.